Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute zu Stronghold, der letzten Mission. Wir holen uns heute den Kopf vom Wolf. Ach ja, genau. Und that's it. Das ist wieder eine der typischen... Wir dürfen keine Burg aufbauen, was ich sehr schade finde für den Abschluss der Military Campaign. Aber gut, wir müssen halt mit dem arbeiten, was wir kriegen. Und unser erstes Ziel ist eigentlich zu verhindern, dass der Wolf unser Belagerungsequipment killt. Weil das ist auch sein erster Auftrag, deswegen schickt er hier gerade Jungs los, um eben genau unser Belagerungsequipment zu töten. Und das verhindern wir durch unsere Knights. Genau. Wir haben schon Ritter verloren, es fängt schon wieder richtig beschissen an. Diese Mission ist ein bisschen luckabhängig. Und wir haben schon direkt am Anfang Knight verloren. Ah, läuft schon wieder kacke. Okay, was ist der Plan? Der Plan ist eigentlich folgendes. Wir müssen uns hier dadurch ballern und dann den Wolf killen. Problem ist nur, wir können 6 Trebuchets bauen. Wir müssen 6 Türme killen. Und überall liegt Pech. Und Pech ist wörtlich, weil wir auch überall Pech haben können. So, als erstes müssen wir jetzt mal unseren... nein, du sollst da rein. Als erstes versuchen wir so ein bisschen die Range von der Balliste rauszufinden. So. Damit wir wissen, wo wir unsere Trebuchets bauen können. Dann nehmen wir unsere Bauarbeiter und bauen da 2 Trebuchets hin. So. Das erste Ziel ist diese Dreierkombination. Und wir können uns eigentlich nicht erlauben, dass die Trebuchets übrig bleiben. Dass die Trebuchets nicht alles killen, was die Schwierigkeit der Mission ist an und für sich. Also nicht, dass der erste schwierige Teil, danach wird es nochmal schwieriger. Das ist also ziemlich kacke, ehrlich gesagt. Ne? Wir versieren das Torhaus an. Nicht, weil wir das unbedingt killen wollen, aber weil sich dann die Schüsse auf der gesamten Dreierkombination verteilen und wir müssen beide Türme rausnehmen. Dann macht es mehr Sinn, zuerst auf die Mitte zu schießen und dann auf die Türme einzeln. Außerdem wollen wir nach Möglichkeit dieses Wall-Segment intakt lassen, damit wir später da hochlaufen können. Komm! Jawoll! Nochmal den Turm treffen. Muah! Muah! Excellente! Excellente! Haben wir vielleicht ein bisschen Glück heute. Nicht so wie gerade eben, wo ich die Mission schon 3-mal neu gestartet habe, weil wir nicht geschafft haben, einen von beiden Türmen zu killen mit 20 Schüssen. Aber hey, jetzt sind wir positiv gestimmt. Ja, ihr habt noch ein paar Schüsse. Come on. Noch 3 Schüsse. Nochmal getroffen. 2 Schüsse. Nochmal getroffen. Noch 1 Schuss. Nicht getroffen. Okay. Kacke. Aber noch keine Erfolgsdruck. Wir haben noch 2 Katapulte, die wir jetzt nutzen können, um den Tower zu clearen. Müssen wir auch machen. Das ist quasi, die Katapulte sind so ein bisschen unser Backup. Ja, in Anführungsstrichen. Das Problem ist, das Backup kann man vielleicht 2-mal einsetzen. Wir haben 3 Möglichkeiten, wo wir das Backup brauchen. Aber gut. Ab nach vorne. Und los geht's. Jawohl. Jawohl. Ja. Jawohl. Jawohl. Super. Gut. Nur ein bisschen Schaden genommen. Alles in Ordnung. Step 1. Erledigt. Step 2 ist, wir müssen hier die Bogenschützen runterkriegen. Hier liegt Pech. Und wir haben auch viel Pech. Wir nehmen jetzt 2 Ritter und laufen mit denen hier durch und darum zurück. Und wollen quasi die Flammenfallen triggern. Hallo? Und die Wölfe triggern und zurück. Jawohl, das war sehr erfolgreich. Okay, vielleicht ist das die Aufnahme, die erfolgreich wird. Letztes Mal habe ich schon wieder einen Ritter verloren da. Also die letzte Aufnahme.
Ich würde sie euch ja hochladen, einfach nur weil es lustig ist. Aber es ist alles schief gelaufen, was schief laufen kann. Wirklich Katastrophe. Gut. Haben wir hier alles geklärt? Jetzt können wir, soll ich mal unsere Bogenschützen einsetzen, um hier die Bogenschützen vom Wald zu holen. Step number one. Dafür bauen wir ganz viele Schilde, weil die kosten 5 Gold. Deswegen ist uns egal. Und ziehen die jetzt hier rüber und schießen hier die Leute vom Turm. So, die Schilde sollen in einem kleinen Umfang Pfeile abfangen. Ob das wirklich funktioniert, kann ich nicht sagen. Was, nur 11? Haben wir nicht mehr? Haben wir welche verloren? Haben wir nur 11? Nur 13? Ah, okay. Vielleicht ist auch meine Erinnerung ein bisschen foggy. So. Auf jeden Fall sollen die Schilde ein bisschen helfen beim Damage reduzieren. So. Gut. Das war Step 1. Die Seite. Jetzt die Seite. Brauchen wieder zwei Ritter. Nehmen zwei Full Life. Und die reiten jetzt hier rein, dadurch und dann da zurück. Ja. Essentially. Jawohl, wunderbar. Jawohl. Und okay. Gut. Alles gut. Das ist in Ordnung. Wir haben ein paar Ritter verloren. Jetzt einen, beziehungsweise zwei. Der zweite ist quasi tot, aber das ist noch in Ordnung. Das ist noch in Ordnung. So. Dann können wir jetzt uns aufmachen und da oben clearen. Die zwei Bogenschützen und den Bogenschützen. So. Das Wichtige ist, wir dürfen nicht zu viel von den Jungs hier verlieren. Sonst ist Game Over. Was das Ganze nicht unbedingt immer einfach macht. So, jawohl, jawohl, jawohl. Und jetzt schießen. Ja, und den hier noch. Dann noch da ein bisschen da hoch. Bisschen da lang. Okay, alles gut. Alles gut, alles gut. So, dann haben wir das erledigt. Jetzt geht's weiter. Als nächstes müssen wir den Turm rausnehmen mit der Balliste. Dafür brauchen wir wieder ein paar. 1, 2, 3. So, und ein Schild. Wir versuchen jetzt die Reichweite der Balliste rauszufinden. Um dann schießen zu können, quasi. Shield resighting. Shield resighting. Shield resighting. Okay. So, passt. Dann bauen wir ein Trebuchet. Constructing siege equipment. Und dieses Trebuchet muss jetzt diesen Turm rausnehmen. Trebuchet ready, sir. So. Let's go. Dann schauen wir mal. Also der Turm davor schützt das ein bisschen, aber... Ja, genau. Es fängt schon wieder scheiße an. Die schießen die ganze Zeit daneben. Will ich wissen, wie viel Schuss er noch hat, oder will ich es gar nicht wissen? Ich will es gar nicht wissen. Noch 10. Noch 10 und er trifft einfach wieder gar nichts. Oh! Da muss ich nur beschweren. Da funktioniert die ganze Geschichte. Ah, ja, ja. Warum? Wenigstens den Kleinen davor musst du rausnehmen.
Ah, okay. Gut. Hat nicht geklappt. Hilft ja nichts, müssen wir halt noch eine bauen. Das ist die eine, sag ich mal, die wir als Fehlertoleranz haben. Jetzt können wir uns keinen Fehler mehr erlauben. Wir mussten vorher schon einmal die Katapulte einsetzen. Zweites Mal die Katapulte einsetzen geht noch. Drittes Mal wahrscheinlich nicht. Also der muss jetzt, jawohl. Okay, da ist noch 16 Schuss übrig, ne? Wir schießen jetzt einfach da auf den Turm. Weil vielleicht treffen wir ja. Auch wenn es unwahrscheinlich ist. Aber jeder Hit hier bei dem Turm ist für uns gut. Dann vielleicht sogar ein bisschen mehr so. Ja, so in etwa. Haben wir schon mal getroffen? Nein, natürlich nicht. Ja, einmal. Okay. Komm, noch ein zweites Mal. Zweites Mal wäre hilfreich. Okay. Dann halt nicht. Okay, jetzt wird's schwierig. Als nächstes ist der Turm dran. Natürlich verlieren wir einen Bauarbeiter. Glaube ich, Hank. Yes. Warum verlieren wir jetzt einen Bauarbeiter, Mann? Das ist mir noch nie passiert an der Stelle. Hasse diese Mission. Ist einfach kacke, Mann. Wieso darf ich nicht einfach eine Burg bauen, ja? Wir wollen alle nur Burgen bauen, deswegen ist Strong und cool. Wieso müssen wir was anderes machen? Ah, jetzt muss ich den Turm rausnehmen. Mit 20 Schuss. Und der schießt schon wieder daneben, natürlich. Katastrophe. Komm schon. Mann, wieso? Du hast schon 15 Schuss und hast doch gar nicht getroffen. Ja, doch einmal. Wir können nur noch eine bauen. Wir können nur noch eine Trebuchet bauen, ja? Die muss eigentlich für den Turm verwendet werden. Jungs, macht den Turm weg. Bitte. Ja, danke. Come on. Jawohl. Noch ein Schuss. Come on. Okay, getroffen. Gut. Decommissioning. So, wir haben ja noch die hier. Er ist quasi fast tot. Wir müssen vielleicht zwei, dreimal treffen, nur mit unseren Katapulten. Also wir haben noch eine Chance. Man kann auch die ganze Zeit reloaden, bis man Glück hat. Aber es wäre ja lame. Das wäre gut, wenn ich das gemacht hätte, weil ich hatte eine Mission, da lief es einfach straight durch. Nicht so wie hier, wo ich gerade alles nacharbeiten muss. Aber es ist, wie es ist. Moving catapult. Preparing. Jawohl, Jungs. Meine Männer. Moving catapult. Wir haben sogar noch 10 Schuss. Catapult ready, my lord. Nicht Schaden kriegen. Also wir haben sogar noch 10 Schuss. That's not bad. Das heißt, wir könnten theoretisch den noch rausnehmen. Wer schießt denn da? Der hier, oder? Ja. Theoretisch könnten wir, wenn wir Pech haben, den noch rausnehmen. So. Und jetzt versuchen wir noch die Range von der Mangonel rauszufinden. Shield Resighting. Ja, das ist die Max-Range. Ich glaube, wir müssen einmal hier ein bisschen clearen.
we await orders. Leaving now. Und den Bogenschützen wegnehmen. Moving off. Can't target him, sir. We are on our way. Steady aim. Arrows ready. Leaving now. Ja, alles gut. Ganz entspannt. Shield ready. Shield reciting. Shield reciting. Shield reciting. Ja, vielleicht muss ich doch die auch noch rausnehmen. Your Grace. Manning siege equipment. Das machen wir dann darüber. Stone needed. Ja, ich weiß, du brauchst Stein, aber ich habe ja noch Kühe. Stitch. Und die können die ja killen. Das ist so lächerlich. Get that thing launched. So lächerlich manchmal. Und die wollen auch noch rausnehmen. Jawohl. Und da. Die drei Armbrustschützen wären auch noch gut, wenn die rauskommen. Hab ich meinen Trebuchet noch? Nee, hab ich nicht. Here comes the cow. Wirst wahrscheinlich da nicht hintreffen, ne? Weil da der Tower noch steht. Ja, okay. Können wir aber die noch wegkriegen? Get that thing launched. Hier geht nicht, weil du quasi der Turm im Weg ist. Ja, okay. Dann nutzen wir die restlichen, um einfach hier drauf zu schießen. Weil es ja egal ist. I hope they like beef. Ja, ich weiß nicht, ob das Vegetarier sind, to be honest. Ich glaube, damals war das noch nicht so eine. Natürlich leben die noch, aber ist egal. Gut. Jetzt können wir uns der Mangonel widmen. Ja. Okay. So. Ja, ein Trebuchet brauche ich bitte. Einmal an der Stelle. Okay. So. Der Turm muss es jetzt werden. Danach haben wir kein Geld mehr. Danach haben wir kein Geld mehr. Danach haben wir kein Geld mehr. Das heißt, du musst den Turm jetzt killen, bitte. Also okay, wir haben noch die zwei Katapulte. Aber trotzdem. Come on! Noch 12 Schuss. Glaub an dich, ne? Come on, come on. Griff halt nochmal. Dankeschön. Und dann vielleicht den Tower noch weg. Und ein bisschen Schuss übrig haben. Oder halt auch nicht, ne? Wenn ihr nicht wollt, ne, kein Problem. Könnt auch den Schuss daneben setzen. Ist ja nicht so, als würde ich die Mission gern schaffen oder so, ne? Oh, yes. Die drei Jungs, die werden das. Werden mich nachher noch kosten. Werden mich nachher noch kosten, da bin ich mir. Das, die werden mich garantiert nachher noch mit das Game kosten, die Jungs. Hey. So. Archers ready! Can't target him, sir. We are on our way. Notch arrows! Genau, du kümmerst dich mal um den einen da. Und derweil können wir ja mal den nächsten Step vorbereiten. Wir nehmen drei von unseren Keulenjungs. Und bereiten uns vor. Super. My boy is yours, my lord. Gut gemacht. So. Wir wollen jetzt die Burggraben aufschütten. Nächster Step. Nächster Step. Here we go. What a lousy job. So.
What do you mean? Need some muscle? What? Yes, boss. I ate water. Ja, ich weiß, dass ihr kein Wasser mögt, aber wir müssen jetzt ein bisschen hier uns reingraben. Hilft alles nichts. We are the mace men. What do you need? What a lousy job. Need some muscle. So. What? Dann lassen wir hier stehen und wir lassen einen arbeiten. Einfach um sicher zu sein, dass alles so funktioniert, wie wir uns das vorstellen. Der sein Job ist jetzt hier eine Verbindung herzustellen. Yes, boss. I ate water. Great. Milk digging. Die anderen beiden sind quasi nur zur Unterstützung dabei. Moralischer Support oder halt tatsächlich, wenn wir Support brauchen. Also wenn es nicht weitergeht. Und er stirbt quasi. Also moralischer Support und Death Support, wenn man so will. Ja. Junge, grab doch da vorne. Da vorne graben. Da vorne graben. Ah, wir können schon. Okay. So. Das heißt, ihr könnt wieder weg. Weg. Wieder da dazu. So, jetzt als nächstes kommen wieder die Pferdchen dran. Der ihr Job ist jetzt, die Wölfe zu triggern und dieses Feuer zu triggern, das hier ist. So, also, let's go. Oh, natürlich bin ich direkt in ein... Ich hasse dieses Game. Natürlich läuft der dann als einziger so einen scheiß Pfeil rein. Okay, positiv, die haben ein bisschen hier sauber gemacht, die Wölfe. Negativ, ich weiß nicht, ob es reicht. Instructions. So, wir haben da noch einen Typ mit Schild, der kann da auch noch zu uns kommen. Die brauchen wir nicht mehr. Also jetzt als nächstes müssen wir auf den Turm drauf mit unseren ganzen Bogenschützen und die müssen hier alles clearen. Das ist der nächste kritische Punkt. Wir bauen nochmal ordentlich Schilder. Wie gesagt, ich bin nach wie vor nicht sicher, ob die Schilder wirklich was bringen, aber angeblich schon. Wir haben 16 Schilder. Junge. Ah, okay, sind aber nicht alle benutzt. Gut. So, wir laufen jetzt hier lang mit unseren Archern, hier rein, über die Treppe hoch und dann auf den Turm. Das ist so General Idea. Und wir hoffen, dass wir nicht noch irgendwie in irgendwelche großartigen Pfeile fallen, ne? So, Schilder hoch. Und alle anderen quasi mit den Schildern hoch, dass wir möglichst wenig Verluste haben. So, ja. Okay. Und jetzt ist die Hoffnung, dass wir alles reagieren und dass wir großartig viel Schaden nehmen. Sieht allerdings nicht so gut aus. Jupp. 6 und 9.
Okay, wie sieht's mit denen aus? Könnt ihr die angreifen? Ja. Ja, könnt ihr, okay. Dann killt die mal bitte für mich. Damit wir weiter vorrücken können. So, genau, wir können aber unser weiter vorrücken schon mal planen. Das ist das, was wir haben. Okay, das ist noch einiges. Können wir also noch gut nutzen. Der muss noch sterben. Come on. Guys. Hit him. Wir scheinbar treffen ihn nicht. Oder? Ja, doch. Also. Jetzt kommt der nächste kritische Part. Wir gehen hier hin und eigentlich müssen wir jetzt quasi dann alles killen an Archan, was da kommt. Das heißt, ja. Wir können eigentlich actually erstmal hier drauf laufen. Um sicher sein. Können wir schon mal hier die hier rausnehmen. Und den hier rausnehmen. Und die hier rausnehmen. Ja, komm. Ja, und den hier rausnehmen. Jawohl. Die Balliste trifft auf Türmen nicht, deswegen können wir da entspannt sein. Come on. Hittet ihn. Vielleicht sollten wir lieber damit arbeiten. Okay, wir treffen ihn. Gut, nicht so schlimm. Wenn wir schon viel rausnehmen. Jetzt gehen wir auf den anderen Turm. Und jetzt können wir ihn rausnehmen. Und dann da drüben den hier. Und dann den hier. Wir verlieren zu viele Einheiten. Es sieht schon wieder richtig kacke aus für uns. Wieso stirbt er nicht? So. So, dann die Balliste rausnehmen. Oh ja, es sieht also schon wieder richtig kacke aus für uns. Wir haben quasi keine Units mehr an Bogenschützen. Und wir müssen noch echt viel fighten mit denen. Schauen wir mal, wie es wird. Egal, erstmal die Sachen rausnehmen. Dafür haben wir noch die Schwerkämpfer. Normalerweise muss ich die schon einsetzen, um irgendwas auszulösen. Aber immerhin haben wir die jetzt noch for free dabei. Das ist schon mal hilfreich. Die können wir dann auch nutzen. Aber erst muss der noch sterben. Okay, dann muss der noch sterben. Und dann muss der noch sterben. So, und dann später ist das Problem, hier gibt es noch zwei, hier gibt es noch welche und da gibt es auch noch welche. Und eigentlich will ich die alle killen. Nur ist die Chance, das zu tun, relativ gering. Oder was heißt das? Na gut, ich kann die Schilder wieder hochschicken. Vielleicht tanken die Schilder genug, aber das ist prinzipiell das Problem. Aber okay, wir können schon mal unsere restlichen Units schon mal ein bisschen nach vorne moven und schon mal hier rein moven. Das heißt, wir können auch erstmal vielleicht hier unten kurz mal schnell die killen, die wir killen können, wo wir kein Problem haben. Und jetzt nochmal den hier versuchen. Beziehungsweise jetzt können wir auch runtergehen und von unten anschießen. Auch okay. Könnte theoretisch auf den Turm drauf gehen. Schauen wir mal, von da besser treffen. Ja, warum nicht? So, ihr könnt mal reinlaufen. Und ihr wollt eigentlich so dahin laufen, dass ihr nicht an den Wölfen hier vorbeikommt. Ja, es scheint besser zu sein. Genau, die sollen alle hier langlaufen in einer Linie, damit sie nicht mit den Wölfen in Kontakt kommen. Das ist so die General Idea. So. Und eigentlich brauche ich euch auch noch nicht, das heißt, wir können eigentlich wirklich alle hier da chillen. Weil an und für sich ist gerade nicht so wichtig, wo ihr seid. So, der muss noch sterben. Derweil nutzen wir mal kurz unsere 7 Schweinetypen, um hier den Ritter rauszunehmen. So,
funktioniert. Dann wieder zurück. Cool, das können wir noch schnell killen. Und das noch schnell killen. Damit keine Ochsen nachspawnen und ein paar süße Feuer umlenken. Okay. So, meine Schilde dann auch schon mal nach da unten laufen. So, der müsste jetzt dann bald tot sein. Und der Tower kann schon mal nach oben laufen. Der Belagerungsturm. Okay. Super, alles tot, alles zu. Okay. Und ihr lauft zurück und baut auch nochmal Schilde. Constructing siege equipment. Set us a task. Shield ready. How can we help? Dann bau halt nochmal da eins. Mir ist völlig egal. Constructing siege equipment. Okay. You can count on us. Gruppe 1. Where are we going? Gruppe 2. So. Also, Schilder hier hoch. Hab ich nicht gerade die Schilder der Steuergruppe zugewiesen? Ja. Schilder hoch. Bogenschütze hinterher. Hoffen, dass sie möglichst viel clearen. Okay. Let's try that. So. Dann schauen wir mal, wie viel Erfolg wir mit der allgemeinen Situation hier haben. Ob die Schilder genug Damage abfangen können oder nicht. Jetzt sieht es zumindest ein bisschen besser von der Verteilung aus. Dass die Schilder ein bisschen was abfangen. Schauen wir mal. Na gut, ihr schießt eh nach da oben, ne? Ja. Und trefft nichts. Mega. Mega. Sollen wir dann direkt jetzt schon durchlaufen? Wir können es probieren. Vielleicht schon mal mit unseren Lanzenträgern durchlaufen und schon mal das erste Mal das Feuer auslösen. Okay, hat nicht so gut funktioniert. Das heißt, wir müssen jetzt auch safe spielen, aber wir verlieren nicht so viele Units. Das ist schon mal positiv. Ja. Nee, es scheint ganz gut zu funktionieren. Okay, wir machen mal ganz entspannt weiter. Aber wenn wir das haben, dann haben wir eigentlich das Wichtigste geschafft. Vielleicht gehen wir lieber auf den in der Mitte. Okay, sind alle fast tot. Come on, Jungs. Jetzt habe ich doch das Gefühl, dass die Schilder was bringen. Jungs! I believe in you! Jawohl! Jawohl, okay. Dann weiter hier. Reloading! Jawohl! Jawohl! Jawohl, okay. So! Sehr gut. Jetzt wollen wir eigentlich nur noch möglichst viel von dem Stuff hier clearen. Also von Pferde. Dann das Pferd. Dann den hier. Dann den hier. Sieht sehr gut aus. Dann den hier. Dann ihn 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 hier. Ja, aber die treffen wir nicht wirklich. Na gut. Das ist aber nicht schlimm, weil wir jetzt natürlich mit unserer gesamten Armee reinmarschieren können und nicht angegriffen werden. Ne? Und 10 Soldaten plus 6 Maces. Und wichtig ist, weil hier ist überall Pech, dass wir alle Bogenschützen vorher rausnehmen. Und es gibt auch noch
Pfähle im Boden. Gut, dass wir die Jungs vorgeschickt haben. So. Dann hoch und aggressiv. Come on. Ja. So, ich habe keine Ahnung, was für eine Pain das ist, wenn man es endlich schafft. Ich habe, glaube ich, 6 oder 7 Anläufe gebraucht. Anyways, we are victorious. Also, das war's mit der Military Campaign. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen, hoffe, ihr habt einen schönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Ciao.